So, herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel. Mein Name ist Bastian und heute räumen wir mal mit mehreren Mythen auf, was das ganze T-Shirt-Business oder was das ganze Print-on-Demand-Business insgesamt, sage ich mal, angeht. Deswegen hier natürlich auch gleich die Empfehlung, wenn du wissen willst, was alles nicht stimmt, welche Gerüchte nicht stimmen und vor allem, was wahr ist, was die wirklichen Insights sind, was, sag ich mal, das Insider-Wissen bezüglich POD ist und bezüglich dem T-Shirt-Business, nachdem ich jetzt schon über 3 Jahre in diesem Business unterwegs bin, schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, denn dann weißt du auch, was wirklich Sache ist, wo das Potenzial im T-Shirt-Business noch liegt oder auch nicht liegt. Und wenn du natürlich möchtest, dass dir der YouTube-Algorithmus in Zukunft mehr von solchen Videos anzeigt, wie du dir dein eigenes Online-Business aufbauen kannst, dann unbedingt jetzt an dieser Stelle unten den Like-Button drücken, denn dann bekommst du in Zukunft mehr Videos angezeigt. So, der größte, oder nicht der größte, aber einer der größten Mythen, sage ich mal, über das T-Shirt-Business ist, hey, früher war doch alles besser, wie schon mein Opa gesagt hat. Früher war alles besser, früher war alles leichter. Früher konnte man noch ganz leicht in das T-Shirt-Business einsteigen. Früher konnte man noch leicht mit dem T-Shirt-Business Geld verdienen. Heute geht das doch alles gar nicht mehr so. Heute sind doch die Nischen komplett überfüllt. Das T-Shirt-Business an sich ist überfüllt. Heute macht es doch eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ja, und das ist natürlich absoluter Bullshit. Und vor allem, du musst dir auch überlegen, warum das Ganze Bullshit ist. Erstens mal. Die meisten Leute verstehen unter T-Shirt-Business oder Print-on-Demand nur, auf Spreadshirt und Amazon zu verkaufen. Ja, das heißt, die gehen schon mal von einer komplett falschen Annahme aus. Denn wie du mich wahrscheinlich kennst, ich habe mehrere Videos dazu auf meinem Channel, Verkauf auf Spreadshirt und Amazon macht für mich grundsätzlich einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist erstmal Punkt 1. Du baust kein eigenes Unternehmen auf, du baust keine eigene Brand auf und du hast natürlich Hunderttausende von Konkurrenten um dich rum. Dann ist nicht mal garantiert, dass dich überhaupt jemand auf dieser Plattform findet. Das heißt, Verkauf auf diesen Plattformen macht keinen Sinn. Der nächste Punkt ist, wenn du natürlich drüber nachdenkst, irrwitzigerweise, auf diesen Plattformen zu verkaufen, da ist es natürlich so. Jetzt hast du Hunderttausende von Konkurrenten um dich rum. Während früher, ich glaube, Spreadshirt wurde 2001 gegründet, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, guck mal nach. Da hast du natürlich am Anfang relativ wenig Konkurrenz auf der Plattform gehabt. Und Spreadshirt hatte natürlich immer im Eigeninteresse, dass möglichst viele Besucher auf diese Plattform kommen. Das heißt, wenn viele Besucher auf diese Plattform kommen und du hattest noch nicht viel Konkurrenz, dann war es damals natürlich einfacher, damit einzusteigen. Aber nichtsdestotrotz hat es damals schon genauso wenig Sinn gemacht wie heute. Und das verstehen die meisten nicht. Denn die meisten wollen sich einfach Geld sparen, wollen sich ein riesen Business aufbauen, wollen raus aus ihrem Angestelltenverhältnis, wollen endlich in die Selbstständigkeit, wollen Freiheit haben, wollen Vielfaches an Geld verdienen und schaffen es dann meistens aber nicht, mehr als 100, 200, 300 Euro im Monat nebenbei zu verdienen. Und das funktioniert natürlich auf so einer Plattform nicht, die dir auch noch vorgibt, wie viel Geld du, sag ich mal, pro T-Shirt verdienst. Das heißt, das mit Amazon und Spreadshirt macht weder heute Sinn, noch damals, noch in Zukunft. Das heißt, das T-Shirt-Business ist noch lange nicht, sag ich mal, ausgelutscht oder es funktioniert nicht mehr, denn das, was wir ja machen, ist ja ein ganz anderes Level, das ist ein ganz anderes Game. Wir bauen gebrandete Print-on-Demand-Online-Shops auf. Das sind eigene Online-Unternehmen. Jeder kennt Zara, jeder kennt Nike. Die ganzen klassischen Online-Shops einfach. Beziehungsweise Marken, die halt auch online verkaufen. Du wirst doch nicht meinen, dass eine große Marke wie Nike versucht hätte, auf so eine Online-Flohmarkt-Wühlkiste, sag ich mal, wie Spreadshirt zu gehen. Nein, und das ist genau das, was wir machen. Wir bauen richtige Print-on-Demand-Online-Shops auf. By the way, an dieser Stelle, wenn du lernen möchtest, wie das Ganze funktioniert und wie du dir deinen eigenen Online-Shop und dein eigenes Business und deine eigene Brand eben aufbauen kannst und eben nicht nur ein paar hundert Euro nebenbei, sondern mehrere tausend Euro wirklich entweder nebenbei oder hauptberuflich zu verdienen, unten in der Beschreibung findest du den Link zu meinem Personal Mentoring, zu meiner Masterclass. So, und jetzt gibt es natürlich noch ein paar, die mit dem T-Shirt-Business und die sich auch mit E-Commerce nicht besonders gut auskennen und die dann sagen, hey Bastian, ja okay, verstehe ich, dass Spreadshirt und Amazon vielleicht nicht allzu viel Sinn macht, aber in dem ganzen POD-Business, in E-Commerce und so weiter, da sind doch jetzt auch schon wieder Hunderttausende von Leuten unterwegs. E-Commerce boomt doch. Ja, und das ist genau der Punkt. Erstens mal, E-Commerce boomt. Das heißt, wir haben mit E-Commerce, haben wir es mit einem X-Milliarden-Markt zu tun. Wenn du dir einmal die Umsatzzahlen von E-Commerce anschaust in den letzten Jahren, das ist stetig gestiegen. Das heißt, jährlich wird mehr Umsatz, mehrere Milliarden mehr Umsatz im E-Commerce verdient. Das bedeutet, dieser Kuchen wird ja immer größer, der wird nicht kleiner, der wird immer größer. Das heißt, du hast ja eben genau die Möglichkeit, dir einen Teil von diesem Kuchen eben zu sichern. Das heißt, jetzt ist der beste Zeitpunkt für dich,
sag ich mal, einzusteigen. Oder ich sag mal, der beste Zeitpunkt wäre schon vor 2-3 Jahren gewesen, aber der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, weil der Kuchen, wie gesagt, immer größer wird. Und der nächste Punkt ist ja auch, dass es so viele Leute gibt, die einen ähnlichen Fehler machen mit POD oder mit Online-Shops, mit Shopify, mit E-Commerce, wie auch mit Spreadshirt, mit Amazon Merch. Die denken, hey, ich spare mir einfach jede Menge Geld, ich versuche das Ganze selbst. Ich schaue mir kostenlose YouTube-Videos an und dann versuche ich einfach mal, mir mal den Shop aufzubauen. Weil was können mir diese Coaches da draußen schon erzählen, was ich nicht irgendwie kostenlos bei YouTube finde? Ja, du merkst, ich muss lachen, weil es natürlich absoluter Quatsch ist. Wenn du seit 3-4 Jahren in diesem Business unterwegs bist, dann hast du eine Sache, die wirst du nicht bei YouTube und auch in keinem Videokurs finden. Und das ist Erfahrung. Und genau deswegen sind also diese Personal Mentorings, also ein persönliches Coaching, ist ja so unfassbar wertvoll. Wieso kannst du zum Beispiel Boxen, ja, diese Sportart Boxen, wieso kannst du die nur sehr, sehr schwer über einen Videokurs lernen? Und wieso geht es viel, viel schneller, wenn du das mit einem richtig professionellen Boxlehrer, sag ich mal, mit einem Kampfsportler lernst, der dir ganz genau sagen kann, wenn du das und das falsch machst, mach so. Oder wenn die und die Situation kommt, dann mach es so. Oder wieso lernst du zum Beispiel auch Gitarre oder Saxophon, also wirklich ein Instrument, wo du wirklich ein Skill drauf haben musst, wieso gehst du dafür zu einem Lehrer und machst meistens keine Online-Kurse? Ja, weil der dir ganz genau auf die Finger gucken kann, was du richtig machst und was du falsch machst und dich dann eben korrigieren kann. Und genauso ist es im E-Commerce auch. Du brauchst natürlich erstmal das Theoriewissen in deinem Kopf, aber dann kommt es darauf an, dass du einen Coach hast, der dir ganz genau sagen kann, hey, wenn du das machst, dann das. Und wenn im Marketing, wenn bei Facebook-Ads das und das passiert, dann machst du das. Deswegen sind der Coachings und Personal Mentorings so extrem wertvoll. Das heißt, die Leute sparen halt absolut an der falschen Stelle. Die probieren es selber. Und dann hast du natürlich eine große Masse von diesen Leuten da draußen unterwegs, die mit ihrem Online-Shop in Anführungsstrichen rausgehen, versuchen damit Geld zu verdienen. Und dann denken super viele Leute, boah, der komplette Markt ist ja überschwemmt, wir haben so viele Shops. Es sind super viele Shops da draußen, aber 90% von diesen Shops kannst du halt auch komplett vergessen. Und wenn du davon ausgehst, dass du 90% vergessen kannst, weil sie kein richtiges Wissen haben, weil sie kein richtiges Know-how haben, weil sie nicht wissen, wie sie ihren Shop branden können, weil sie nicht wissen, welche Produkte sich halt auch richtig auf dem Markt verkaufen. Denn das ist ein extrem wichtiger Punkt auch bei mir im Mentoring. Du musst ein Designverständnis aufbauen. Designverständnis ist wirklich ein Verständnis dafür, dass du verstehst, welche Produkte sich verkaufen und welche nicht und vor allem, warum sich bestimmte Produkte verkaufen und welche nicht. Ja, es geht nicht darum, wie viele Leute bei Spreadshirt einfach im Monat, sage ich mal, oder pro Tag 50 Designs hochzuladen, was dann 1500 Designs im Monat sind, sondern du musst ganz genau verstehen, welche Elemente in dem Design dafür sorgen, dass es sich verkauft. Und wenn du dir dieses Verständnis einmal aufgebaut hast, dann hast du einen Skill raus und dann kannst du halt genau in der Nische, in der du auch mit deinem Shop positioniert bist, so viele Designs raushauen, die halt genau, sag ich mal, das Herz oder den Nerv dieser Nische treffen, sodass du extrem skalieren kannst und extrem Geld verdienen kannst. Und das ist der Punkt. Um das jetzt für dich nochmal zusammenzufassen. Auf der einen Seite, der E-Commerce-Kuchen wird immer größer, immer größer. Das heißt, du kannst dir halt genau jetzt, sag ich mal, dein Kuchenstück sichern. Und auf der anderen Seite hast du so viele Leute da draußen, die keine Ahnung von dem haben, was sie da machen und halt einfach 0,0 Konkurrenz darstellen. Und der nächste Punkt ist ja auch, viele Leute sind einfach zu langsam. Ja, das heißt, im E-Commerce hat der am meisten Erfolg, der in der kurzen Zeit viele Designs testet. Denn dann weiß er sehr, sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist wie wenn ich mit meinem Schiff auf dem Ozean unterwegs bin und ich weiß nicht genau, in welche Richtung ich fahren muss. Dann werfe ich irgendwann den Kompass an und der Kompass zeigt mir, hey, ich muss genau in diese Richtung fahren. Dann fahre ich natürlich nur in diese Richtung. Aber am Anfang muss ich einfach zuerst mal Werbeanzeigen schalten und testen, was bei mir am besten in der Nische ankommt. Und wenn ich das dann natürlich weiß, dann fahre ich nur noch in diese Nische. Und wenn ich dann eben möglichst schnell Designs teste, dann weiß ich auch natürlich sehr, sehr schnell, wo ich hinfahren muss. Und du hast super viele Leute da draußen, die sind super langsam, die setzen extrem langsam um, die testen extrem langsam Designs, die testen sehr, sehr wenige Designs. Und diese Leute werden natürlich extrem schnell einfach, sag ich mal, rechts überholt. Ja? Denn einer, der, sag ich mal, im Monat 5 Designs testet, der hat nach 12 Monaten 60 Designs getestet. Vergleicht das mit jemandem, der 10 Designs pro Woche testet. Der hat nach 6 Wochen den Erfolg, den der andere nach einem Jahr, das heißt nach 12 Monaten hat. Das heißt, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um einzusteigen. Das Ganze ist mit Sicherheit noch nicht ausgelutscht.
wie manche, sage ich mal, denken oder überfüllt oder zu viel Konkurrenz oder es funktioniert nicht. Nein, du musst dich einfach nur richtig positionieren mit einem gebrandeten Online-Shop in einer Nische, mit einem genialen Designverständnis. Du musst wissen, wie man Marketing macht. Und wenn du das hast, dann steht einer goldigen Zukunft für dich einfach nichts mehr im Wege. Denn so baust du dir deine eigene POD-E-Commerce-Brand auf. An der Stelle hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, unten in der Beschreibung ist der Link zu meinem Personal Mentoring. Zusätzlich kannst du mir natürlich auch auf Instagram unter Bastian Hook schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Kleinen Like hinterlassen, würde mich super freuen. Channel abonnieren nicht vergessen. Und in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dein Bastian.